Johnson, ich bin in einer dummen Lage, verstehen Sie das? Ich habe ein Dutzend Leute da draußen, die wie Raubtiere nur darauf warten, Sie zu zerfleischen. An Ihrer Darstellung der Sache sind die nicht interessiert. Das heißt, wenn Sie nicht mit mir kommen, tun Sie diesen Leuten nur einen Gefallen. Die werden Sie töten. Einige von Ihnen werden vielleicht selbst getötet. Sie können es nicht verhindern. Aufhören! Eine der wildesten Menschen jagten aus Eitelkeit, Hass und Geldgier. Sie kämpfen für die gleiche Sache. Sie leben nach den gleichen Regeln. Aber das Gesetz hat sie zu Feinden gemacht. Yukon. Eine Geschichte, die sich wirklich ereignet hat. Wenn jemand Johnson festnimmt, dann ich und sonst niemand. Kapiert? Nicht irgendein Kopfgeldjäger oder so ein hergelaufener Fliegercaptain. Warum du? Warum ausgerechnet du? Johnson verdient mich. Lee Marvin hat nicht nur den Auftrag, sondern auch die Entschlossenheit, Charles Bronson zur Strecke zu bringen. Macht es dir etwas aus, wenn ich hier auf dich warte? Wenn ich jetzt gehen würde, würde ich nie erfahren, wie du wirklich zu mir stehst, Edgar. Los, weiter! Lee Marvin, diesen Mann möchte niemand auf seiner Spur haben. Charles Bronson, ein gejagter Jäger. Wir machen hier Jagd auf einen Mann, der zu überleben versucht. Wie Sie sehen, war einer von Amerikas bestausgebildeten Männern. Ein Mann, der den Willen hat, frei zu sein. Dieser Mann flüchtet nur vor uns, um seine Haut zu retten. Und jeden, den er getötet hat, hat er getötet, um sich zu verteidigen. Und was ist mit Hawkins und Sandok? Oder den anderen? Wozu sind sie gestorben? Wofür, Millen? Johnson hat nichts getan, was ich an seiner Stelle nicht auch tun würde. Wenn ich wüsste, dass das Töten hier aufhört, würde ich ihn laufen lassen. Charles Bronson, Lee Marvin in Yukon. Zwei Männer stehen sich gegenüber, ohne einen Fußbreit Boden aufzugeben. Lee Marvin gegen Charles Bronson in Yukon. Da ist er! Wir haben ihn! Yukon.